Dominik Halder, 4:5 Niederlage im dritten Playoff-Halbfinalspiel gegen Florbal Köniz. An was ist es heute gelegen? Ja, wir haben gut gestartet. Sie schon mit zwei Linien. Wir konnten es gut durchziehen mit drei und uns einen Vorsprung ausarbeiten, wo wir dann einfach das Licht wieder hergegeben haben. Und nachher ja, ist das Momentum auf ihrer Seite gewesen. Aber lange war das Momentum, das ihr angesprochen habt, auf eurer Seite gewesen. Im Spielstand von 3:1 hatten wir das Gefühl gehabt, von außen, da kann nicht viel passieren am heutigen Abend. Ja, vor allem nachdem wir es gestern so gut im Griff hatten. Aber ja, es kann halt immer alles passieren. Es braucht einen dummen Pass und dann ja, geht halt mal einer rein. Wieso haben wir am Schluss nicht mehr reagieren können? Wir hatten noch genug Zeit gehabt, nach der Führung von Köniz, um noch einmal zu reagieren. Chance haben wir ja gleich noch gehabt. Ich glaube, eben im letzten Drittel haben wir sicher 1, 2, 3 Pfostenschüsse gehabt. Sind dann halt einfach nicht reingehauen. Vielleicht ein bisschen zu wenig effizient im Abschluss. Müssen wir sicher ändern. Was muss man nebst der Effizienz noch trainieren in den nächsten Wochen? Ja, speziell trainieren müssen wir eigentlich nicht. Wir wissen, was wir können. Wir haben es jetzt auch schon zweimal geschlagen. Wir müssen ja, wieder sehr parat sein, wenn wir in die Halle kommen, dass wir dann das Leben schwer machen können. Wie ist die Familiensituation? Der Bruder, der Julian, hat heute auch noch ein Goal erzielen wie dir auch. Habt ihr da intern einen kleinen Wettkampf am Laufen im Hausealter? Nein, gar nicht. Ich bin ja, es ist schön gefunden, dass wir mal spielen können. Es war auch nicht immer so jetzt. Und ja, dass er das Goal macht, freue ich mich natürlich nicht so. Aber ja, eben, schlussendlich ist er einer mit einem guten Schuss, der immer für ein Goal gut ist. Aber ja, ist halt auch vom eigenen Fehler von uns gekommen, habe ich gemeint. Ja. Wie geht es weiter? Nächste Freitag auswärts wieder in der Sporthalle Weissenstein. Wie will man dort das Werk gehen? Ja, sicher gleich wie die ersten zwei Spiele von dieser Serie. Ich meine, dort haben wir ihnen wenig Chancen zulassen, wir haben viel geblockt. Wir haben das Spiel eigentlich meistens gut kontrolliert gehabt. Darum ja, einfach eben nochmal eine gute Woche, eine gute Trainingswoche machen und dann sind wir bereit. Dann wünsche ich eine gute Erholung und eine gute Trainingswoche und viel Erfolg nächstes Wochenende. Merci vielmals. Merci auch.